So, meine lieben YouTube-Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video und damit, hey Leute, wie geht's euch? Hier ist wieder Maximilian mit einem weiteren Video und zwar die Kicker-Nachrichten vom Montag. Leible leitet DFL-Tochter. Peter Leible wird neuer Head of Global Coach bei der DFL-Tochtergesellschaft Bundesliga International. Zur Vermarktung der weltweiten Medienrechte der Bundesliga. Der Jurist, der seine Stelle am 1. August antritt, hat zuvor 6 Jahre der Asien-Pazifik-Repräsentanz der DFL vorgestanden. Fitnesscoach Kugel hört auf. Bundestrainer Joachim Löw muss sich vor der WM in Russland auf einen neuen Fitnesscoach einstellen. Jan Benjamin Kugel verlässt nach 8 Jahren ab sofort den Betreuerstab des Weltmeisters. Europa League Live. Sport 1 überträgt das Achtelfinale Hinspiel in der Europa League zwischen RB Leipzig und St. Petersburg am Donnerstag, 8. März ab 21:05 Uhr live. Umsatz plus dank Dembele. Der Rekordverkauf von Ousmane Dembele zum FC Barcelona hat der Borussia Dortmund GmbH für das erste Halbjahr 2017-18 einen Umsatz plus von 46% auf 311,8 Millionen Euro Transfer bereinigt, 175,6 Millionen Euro im Vergleich zum Halbjahr vorher beschert. Wolfsburg bindet Zaramoro. Der VfL Wolfsburg hat U17-Nationalspieler Jon Jeboa Zaramoro mit einem Profivertrag bis 2021 ausgestattet. Dopingsperre für Srinna. Dariusz Srinna wurde wegen einer positiven Dopingprobe für 17 Monate bis zum 22. August 2018 gesperrt. CSA-Urteil für Nasri. Sami Nasri wird laut der spanischen Zeitung Marca für 1 Jahr gesperrt und kann so nicht wie geplant für erstliges UD Las Palmas spielen. Ein Punkt für Podolski. Lukas Podolski kam in Japan mit Vissel Kobe zum Start der J-League noch zu einem 1:1 bei Sagna Tosu. Irak fragt bei FIFA an. Irak hat bei der FIFA die Anfrage gestellt, wieder Pflichtspiele zu Hause austragen zu dürfen. Schon seit dem Einmarsch in Kuwait 1990 gab es keine Qualifikationsspiele mehr im Irak. So, danke fürs Zuhören und bis zu einem nächsten Video.